prominente Leute für sein T-Shirt-Business nutzen. Ist sowas überhaupt möglich? Ich habe mal oder bin mal gestern wieder die Kommentare von YouTube halt durchgegangen und da hat mir ein Sebastian 1967 was Tolles geschrieben. Und zwar: Hallo Frank, ich hätte eine coole Idee, wo ich aber die Zustimmung von Roger Federer bräuchte. Das ist ein bekannter Tennisspieler. Kommt man an solche Leute überhaupt ran? Und da kann ich dir halt selber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich habe genauso angefangen, dass ich dann die Idee hatte, mal so Buchautoren und ja bekanntere Persönlichkeiten halt anzuschreiben, um mit denen was zusammenzumachen. Du wirst sicherlich nicht an die großen Weltstars kommen. Also wenn du es doch schaffen solltest, wie an irgendeine Telefonnummer von der Ariana Grande, dann bitte mir Bescheid sagen, mir geben, kriegst den Kurs umsonst. Aber noch nicht so ganz große bekannte Persönlichkeiten, die halt selber gerade irgendwas aufbauen, ein Business oder was auch immer, mit denen kannst du super zusammenarbeiten und die lassen sich auch gerne darauf ein. Weil, also ich war sehr, sehr erstaunt, ich habe leider aber zu früh halt angefangen, die Leute anzuschreiben, wo meine Design-Skills noch nicht so groß waren. Und dann haben sich die ein oder andere Kampagne hat sich dann doch im Sande verloren. Und das war so ein bisschen schade. Ich habe jetzt leider vergessen, halt vorher nachzufragen, ob ich jetzt mal seinen Namen nennen darf oder sowas, wofür ich halt mit dem halt eine Partnerschaft halt gemacht habe. Aber das ist halt so eine Sache, du kommst an bestimmte Leute auch ran, weil die haben nicht alle Nerv, irgendwo eine T-Shirt-Kollektion aufzusetzen oder sich da mit Designprozessen auseinanderzusetzen. Und wenn du sowas kannst und halt selber designen kannst und denen halt individuell auch was natürlich erstellen kannst mit deinen Fähigkeiten, dann hast du da super Chancen, um mit denen halt was zusammenzumachen. Und das Ganze habe ich halt auch angefangen, oder so habe ich halt auch angefangen, dass ich mir erstmal mit Partnerschaften was aufgebaut habe, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast eine Firma, du hast hier Kunden, die können ja irgendwelche Fanshirts haben oder die haben schon danach gefragt, aber derjenige hatte halt keine Lust, denn so ein Shirt halt zu designen oder halt sowas zu machen. Und da kommst du durchaus an diese Leute halt ran. Ich muss mal immer so ein bisschen den Arm wechseln, bevor er mir jetzt so abfällt. Zum Sport werde ich jetzt demnächst auch mal wieder gehen. Das Coole ist natürlich denn an diesen Sachen, dass du das Ganze so auch auslehnen kannst, auf Dauer gesehen. Es ist meistens nur so eine Art Saisonprozess, wenn denn halt in, ja, sich der Style ein bisschen ändert, sich die Merch-Kollektion ein bisschen anpasst, denn ja, kann es halt sein, dass sie sich noch jemanden anderen sucht oder sowas, aber du hast auf jeden Fall schon mal vielleicht eine oder zwei Kollektionen mit demjenigen zusammen gemacht. Es kann aber auch sein, und zwar so, das freut mich immer besonders, wenn die Sachen denn länger dauern und wenn man sagt, okay, man bleibt wirklich beieinander und sagt, ey komm, das hat doch gut funktioniert, wir machen das auch im nächsten Jahr und auch im übernächsten. Und oft läuft es halt darauf hinaus, wenn die Leute denn nicht lernen, das Ganze selber zu machen. Ich habe mir halt oft die Frage gestellt, wenn POD ja eigentlich so einfach ist und besonders halt bei Merch-Kollektionen und schon bereits bestehenden Fangruppen, die ja dieserjenige hat, da sind natürlich Verkäufer auch dementsprechend einfacher, ist ja die Frage, warum macht das denn nie selber nach? Und das hat halt den Grund, dass er die Sachen alles selber ja designen müsste, denn halt dementsprechend die Kampagnen aufsetzen müsste, den Shop einrichten und da sind, muss ich mal ein bisschen wieder die Hand wechseln, denn dafür sind die Leute halt doch ein bisschen in dem Sinne zu faul. Und das ist halt das, was du denn halt benutzt, um mit diesen Leuten halt zusammenzuarbeiten. Muss jetzt nicht heißen, dass sie zu faul sind an dieser Stelle, falls die gewissen Herrschaften das jetzt sehen, mit denen ich halt zusammenarbeite. Das ist ja natürlich nicht so gemeint, sondern das ist halt so gemeint, die haben halt ganz andere Prioritäten. Die müssen halt ein Unternehmen führen, die müssen sich um ihre Kunden kümmern, die haben für diese Nebensachen halt gar keine Zeit. Und wenn du denen halt dann Bescheid gibst und sagst, du pass auf, ich mache dir für deine Kunden ganz individuelle T-Shirts, schon für diesen bestehenden Kundenkreis und setzt dir den ganzen Shop auf, richte dir das Ganze ein, dass es einfach ist. Du kriegst wirklich nur noch einen Link für den Shop und mehr musst du eigentlich machen, nicht machen und dann das Ganze nur noch posten bei deinen normalen Werbepostings, die du sonst auch machst und dann teilen wir uns halt einfach mal den Gewinn oder machst halt die üblichen 70-30. Also ich habe es halt mir angewöhnt, bei Zusammenarbeiten mache ich immer so 70-30, 30 für mich, 70 für ihn, da ist jeder happy und alles ist gut. Wenn es natürlich mit 50-50 geht, umso besser. Aber es ist eher weniger der Fall, muss ich halt leider dazu sagen. Habt auch deswegen keine Angst, mal die Leute anzuschreiben. Wirklich, ihr wollt ja denen nichts Böses. Im schlimmsten Falle können halt beide nur Gewinn machen und dementsprechend ist das Ganze auch halt zu betrachten.
Das Tolle bei YouTube ist ja, du kannst selber so ein bisschen den Inhalt ja hier auch beeinflussen, wie du siehst. Wenn du halt coole Fragen hast, einfach mal unten in die Kommentarspalte, dann kannst du auch so ein bisschen den Kanal hier lenken. Das Video ist jetzt noch nicht vorbei, sondern jetzt kommt noch was anderes, was ich euch mal so ein bisschen zeigen wollte, weil ich habe mir überlegt, zwischendurch einfach nur immer die Tipps rauszuhauen, ist auch ein bisschen Fahrt, und ich will euch dann mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen mitnehmen, was ich hier so wie ich das Ganze hier so mache. Und zwar, ich bin ja so ein Fan von Jun Olsen, von diesen ganzen Vlogs und sowas. Und da habe ich halt gesagt, ich will auch mal so ein bisschen was in die Richtung halt machen, um euch so ein bisschen hinter den Kulissen was zu zeigen, damit man auch so ein bisschen anderes Verhältnis halt hat, weil man muss ja nicht immer nur dieses trockene Tipps in die Kamera sagen, sondern halt auch so ein bisschen vielleicht nebenbei und einfach mal so gucken, dieses Vlog ist für mich auch neu, ich habe noch keine Ahnung, wie man sowas macht, aber ich bin halt interessiert und werde auf jeden Fall einfach mal mein Bestes geben. Ja gut, das ist hier oben, kennen wir ja nun schon mittlerweile so ein bisschen mein Setting. Ich will euch jetzt mal mitnehmen, und zwar in unser YouTube-Studio, was ich halt jetzt eingerichtet habe oder am Einrichten bin, weil mal sonst haue ich noch die Kamera hier irgendwo gegen. Wäre vielleicht auch nicht so prickelnd. Und da habe ich jetzt einfach mal vor euch hier mal so ein bisschen, wir gehen jetzt mal nach da. Und zwar... Das hier wird jetzt mein YouTube-Studio. So, hier habe ich halt so einen, zeige ich das mal hier unten. Das ist so ein Greenscreen, der ist noch nicht ganz aufgebaut. Also da liegt noch das Zeug hier hinten. Alles, also das muss noch gespannt werden. Hier ist schon meine Fotobeleuchtung, die ich mir halt besorgt habe, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss das Ganze noch ein bisschen professioneller halt angehen mit diesen ganzen Angeln und sowas. Ja, das Ausbalancieren hat nicht ganz geklappt, also mit den Gewichten, die hier bei waren. Gut, Flasche Cola und Mountain Dew ist kein Sponsoring oder so. Das war halt dann die praktische Variante, die man sich halt auch funktioniert. Ja, gut, Andreas, an dieser Stelle, die Lampen, die hier verbaut sind, weil du das letztens in die Kommentare geschrieben hast, dass die so gelblich sind. Ja, das hat den Sinn, ich fühle mich immer so weiß oder bin halt so weiß, weil ich die ganze Zeit vorm Rechner gesessen habe. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, hey, dann machst du mal so ein bisschen so farbtemperaturmäßig ein bisschen angepasst halt was. Und dementsprechend, dass ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht kriege. Gut, das ist jetzt... In dem Sinne nicht ganz so geglückt. Aber ich habe jetzt halt diese ganzen LEDs da eingebaut und die lasse ich auch jetzt erstmal drin. So geht's eigentlich. Ja, das hier wird dann halt die... Jetzt ist der wieder ausgegangen. Na? Ja, gut. Ist er ausgegangen. Das wird dann halt so die Bearbeitungsstation, wo man dann so ein bisschen ein paar Videos schneidet und irgendwie sowas. Und Speicher habe ich mir jetzt auch schon besorgt in Hülle und Fülle. Ein paar... Keine Ahnung, wie viel Terabyte das sind, aber es dürfte auf jeden Fall reichen, um richtig coole Videos halt zu machen. Und ja, also die Hälfte des Beleuchtungssets, das ist ja noch oben. Und dann werde ich halt hier mal so ein bisschen auch mit Greenscreen ein bisschen was Spezielles machen. Und da habe ich halt was vor, dass ich gesagt habe, okay, ich überlege, ob ich das jetzt schon sage. Also es wird ein ziemlich geiles Video und es wird mega mäßig an Inhalt. Bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass irgendein Verrückter sowas gemacht hat und sich die Mühe gemacht hat, das zu besorgen, was ich denn veröffentlichen werde. Und normalerweise wird diese Sache halt für ein paar hundert Euro verkauft. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, nö, ich werde das Ganze halt kostenlos hier bei YouTube reinstellen. Seid gespannt, seid gespannt. Gut, dann das war es mal an dieser Stelle. Dieses Video, wovon ich jetzt gerade rede, was so mysteriös wird, das braucht ein bisschen Vorbereitung, weil da Greenscreen und hast du nicht gesehen, halt alles drin ist und noch ein paar, der Berliner Zoo ist integriert und naja, noch so ein paar andere Sachen, Drohnenaufnahmen und bla bla bla. Und das wird halt ein bisschen komplizierter. Und deswegen habe ich mir gedacht, da drehe ich jetzt ein bisschen vor und bringe euch mal so ein paar andere Videos noch zwischendurch, bevor das halt kommt. Und ich denke mir, so Mittwoch oder Freitag oder so müsste ich damit fertig sein. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich versuche es halt so schnell wie möglich halt hinzukriegen. Ja gut, das war jetzt erstmal das Thema mit den Prominenten. Wie gesagt, auf jeden Fall solltet ihr das mal probieren. Also auch selbst Schauspieler oder ja so kleinere Rollen, sag ich mal, von Doku-Soaps und sowas kann man machen. Genauso Buchautoren, die halt
ja selber halt damit halt angefangen haben, sich irgendwo ein Unternehmen halt aufzubauen. Also so habe ich angefangen. Also ich habe zwei Buchautoren, sage ich jetzt mal so, in mein T-Shirt-Business integriert. Und das ist halt, ja, hat schon Spaß gemacht, hat sich auch gelohnt. War zwar nur ein Saisongeschäft, aber man kann es auf jeden Fall. Und du wirst überrascht sein, wie viele Leute da wirklich mit dir reden. Wenn dir das Video gefallen hat, einfach mal Däumchen da, abonnieren. Hier geht's halt, ja, sag ich mal, am Wochenende immer rund ums T-Shirt-Business. Genauso halt auch am Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag will ich immer Videos machen und halt Mittwoch. Und wenn du da halt mit dabei bist, freue ich mich umso mehr. Bis dann, euer Frank, bis zum nächsten Video. Ich muss mir echt noch irgendwas überlegen, um das Video zu beenden. Einen coolen Satz oder sowas. An dieser Stelle noch coole Idee mit dem Frankies Elite Squad. Finde ich richtig geil. Und ja, da kann ich euch, da muss ich mir auch noch was überlegen. Vielleicht macht man daraus irgendwas.